Ich lese Medikamente im Test, Bluthochdruck von der Stiftung Warentest. Ich bin angekommen im hellgrünen Kapitel. Das Kapitel heißt Medikamente richtig einnehmen. Und der Abschnitt heißt mit dem Arzt besser kommunizieren. Und es ist der letzte Abschnitt im hellgrünen Kapitel. Mit dem Arzt besser kommunizieren. Viele Patienten möchten gemeinsam mit dem Arzt eine Entscheidung treffen. Dafür braucht es eine gute Vorbereitung, Offenheit und gegenseitigen Respekt. Sie warten lange auf einen Termin, dann unter Umständen lange im Wartezimmer, sie warten lange auf einen Termin, dann unter Umständen lange im Wartezimmer. Ist auch kein ganzer Satz. Hier steht nur Scheiße. Entschuldigung. Das ist hier manchmal verhaltensoriginelles Deutsch. Sitzen Sie der Ärztin dem Arzt endlich gegenüber, geht alles sehr schnell und hinterher ist vieles unklar. Ist ein Bluthochdruckmedikament wirklich nötig? Warum hat sie oder er mit mir gerade dieses Mittel verschrieben? Oder warum gleich mehrere? Auf welche Nebenwirkungen muss ich mich einstellen? Warum ist die Dosis erhöht worden? Und gibt es eine Alternative? Studien zeigen, dass etwa die Hälfte der Patienten, die zum Arzt gehen, nicht genau verstehen, was genau besprochen wurde. Die große deutsch-amerikanische Studie Open Notes mit vielen Millionen Teilnehmern zeigt auch, wenn Patientinnen und Patienten gut informiert sind und gut vorbereitet in die Arztpraxis kommen, verbessert sich häufig nicht nur die Kommunikation mit den Ärztinnen und Ärzten. Sie können auch ihre Krankheit besser bewältigen, arbeiten aktiv an ihrer Genesung mit und verbessern so ihre Heilungschancen. Veränderte Rollen. Wenn die Patienten früher nur hilflose Empfänger ärztlicher Anweisungen waren, die Patienten früher nur hilflose Empfänger ärztlicher Anweisungen, ändert sich heute das Rollenverständnis. Immer mehr Patienten eignen sich mittels Internet, Broschüren und Büchern medizinisches Wissen an und wollen bei Diagnose und Therapie mitentscheiden. Das Patientenrechtegesetz von 2013 stärkt ihnen den Rücken, denn damit ist per Gesetz festgeschrieben, dass sie das Recht haben auf umfassende Aufklärung und Mitsprache. Sie haben das Recht, Einsicht in ihre vollständige Patientenakte zu nehmen und sich Kopien davon anzufertigen. Und sie dürfen sich bei Unsicherheiten eine Zweitmeinung von einem anderen Arzt einholen. Viele Ärztinnen und Ärzte, naja, das finden wir auch nicht, begrüßen es, wenn ihre Patientinnen und Patienten in medizinische Entscheidungen mit einbezogen werden wollen. Sie machen die Erfahrung, dass Patienten die Vor- und Nachteile von bestimmten Behandlungsoptionen kennen, sich bereitwilliger an die Therapieempfehlungen halten, ihre Medikamente korrekt einnehmen und dosieren können und besser mitarbeiten. In der Medizin wird das Compliance oder Adhärenz genannt. Doch nicht alle Ärzte kommen damit zurecht, wenn ihre Patientinnen und Patienten auf Augenhöhe mit ihnen sprechen wollen. Sie fühlen sich womöglich kontrolliert und ihre Rolle als Arzt in Frage gestellt. Oder sie ärgern sich, dass viele Patienten auch falschen Informationen Glauben schenken. Laut einer Online-Umfrage der Bertelsmann Stiftung und der Berma GEK für den Gesundheitsmonitor 2016 rät jeder vierte Arzt ausdrücklich von eigenen Recherchen ab. Auch so mancher Patient möchte oder kann gar nicht so selbstbewusst auftreten und hat eher das Bedürfnis, die Entscheidungen den Fachleuten zu überlassen. Ein solcher Patient kommt mit einem Arzt der alten Schule gut klar, also einem Mediziner, der eher ein konservatives Rollenverständnis hat und froh ist, wenn der Patient ihm vollkommen vertraut.
Ein selbstbewusster, fordernder Patient wiederum braucht einen Arzt, der sich darauf einlässt, den Patienten mit einzubeziehen. Wichtig ist, dass Arzt und Patient in diesem Punkt gut zusammenarbeiten. Gemeinsam eine Entscheidung treffen. Gemeinsam eine Entscheidung treffen. Wissen hilft, Ängste abzubauen und mit der Krankheit besser klarzukommen. Und je mehr Sie über Ihre Krankheit wissen, desto besser können Sie sich in das Gespräch mit dem Arzt einbringen. Dabei geht es nicht darum, den Arzt zu kontrollieren, sondern Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen. Der Arzt wird immer über ein größeres medizinisches Wissen verfügen, aber nur Sie sind mit Ihrem eigenen Körper, Ihrer Lebenssituation und Ihrem Alltag vertraut. Dass der Arzt immer über ein größeres medizinisches Wissen verfügt, halte ich für übertrieben. Es gibt Ärzte, die nicht wissen, dass es zwei Herzkammern hat. So, ist wirklich so. Es gilt, diese persönlichen Erfahrungen mit den medizinischen Gegebenheiten und Fakten zusammenzubringen. Informieren Sie sich also so weit wie möglich über Bluthochdruck, die verschiedenen Behandlungsoptionen und Medikamente. Scheuen Sie sich aber auch nicht, von persönlichen Erfahrungen zu berichten und Bedenken zu äußern. Teilen Sie Ihrer Ärztin, Ihrem Arzt mit, wenn Sie zum Beispiel eine Abneigung gegen Medikamente haben. Vielleicht lassen sich Ihre Bedenken zerstreuen oder Sie kommen gemeinsam zu der Entscheidung, dass Sie sich die nächsten Wochen auf die Hinterbeine stellen und Veränderungen in Ihrem Lebensstil vornehmen wollen. Mit mehr Bewegung, mehr Entspannung, weniger Salz oder weniger Kalorien haben Sie möglicherweise die Chance. Kalorien ist die Maßeinheit. Das ist kein Deutsch, das ist komplette Scheiße. Und weniger Kalorien. Ich habe Kalorien. Haben Sie möglicherweise die Chance, das Medikament bald wieder absetzen zu können? An der Stelle weiß ich definitiv mehr als mein Arzt. Beichten Sie dem Arzt, wenn Sie ein verschriebenes Medikament nicht eingenommen haben. Ansonsten fällt er seine Entscheidung auf falschen Annahmen. Er fällt eine Entscheidung auf falschen Annahmen. Habe ich auch so noch nie gehört. Ansonsten legt er seine Entscheidung falscher Annahmen zugrunde, kenne ich aber sowas. Naja. Weitere vermeidbare Untersuchungen und zusätzliche Verordnungen können die Folge sein. Verschreiben wir einfach mal ein bisschen mehr, wenn wir nicht genau wissen, was los ist. Verschweigen Sie auch nicht, wenn neue Beschwerden aufgetreten sind. Dabei könnte es sich um Neben- oder Wechselwirkungen handeln oder um erste Organerkrankungen, die als Folge des Bluthochdrucks bemerkbar machen, wenn ich irgendwas nicht glaube. Dass man Organerkrankungen infolge von Bluthochdruck bekommen hat, sobald auch nur irgendeiner von den Onkeldoktors eine Manschette an den Oberarm gelegt hat. Und nicht zuletzt fragen Sie konsequent nach, wann Sie einmal etwas nicht verstanden haben. Machen Sie sich während des Gesprächs Notizen oder nehmen Sie jemanden mit, denn vier Ohren hören mehr als zwei. So. Jetzt kommt ein Informationskasten und dann nach die Seite 81 und dann ist das hellgrüne Kapitel durch. So bereiten Sie Ihren Arztbesuch gut vor. Farblich abgesetzte Informationen. Fertigen Sie eine Liste mit allen Medikamenten an, die Sie einnehmen. Dazu gehören auch frei verkäufliche Präparate und Nahrungsergänzungsmittel. Wenn Sie einen Medikationsplan haben, umso besser. Notieren Sie sich Symptome, die Ihnen aufgefallen sind.
messen Sie regelmäßig Ihren Blutdruck und tragen Sie die Ergebnisse am besten in einen Blutdruckpass ein. Schreiben Sie sich alle Fragen auf, die Sie dem Arzt stellen wollen. Den Traumpartner finden, die Chemie muss stimmen. Haben Sie eine Ärztin, einen Arzt, dem Sie vertrauen können? Jemand, der mit Ihrer Art gut zurechtkommt, der Ihre Nachfragen akzeptiert und Sie respektiert? Wenn Sie unzufrieden sind, wechseln Sie den Arzt. Bleiben Sie nicht aus Bequemlichkeitsgründen bei einem Doktor, der unwirsch auf Ihre Fragen reagiert, der vielleicht immer gehetzt wirkt, Ihnen womöglich nicht in die Augen schaut. Unfreundlich ist und nichts erklärt. Doch bleiben Sie ehrlich sich selbst gegenüber. Hat der Arzt Ihnen vielleicht Verhaltensänderungen vorgeschlagen, von denen Sie nichts hören wollen? Oder hat er Ihnen ein Medikament nahegelegt? Sie lehnen es aber ab, Tabletten zu schlucken. Schauen Sie genau hin. Das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin, LZQ, hat zusammen mit der Bundesärztekammer BÄK und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV eine ausführliche Checkliste für Patientinnen und Patienten herausgegeben unter dem Titel Woran erkennt man eine gute Arztpraxis? Siehe www.patienten-information.de. Dort sind auch Patientenleitlinien etwa zu koronaren Herzerkrankungen oder zu Diabetestherapie zu finden. Sehr schön. Checkliste, woran erkennt man eine gute Arztpraxis? Werde ich in der Praxis freundlich und respektvoll behandelt? Nächstes Item, werden meine Persönlichkeit und meine Intimsphäre respektiert? Nächstes Item, erhalte ich eine verständliche und neutrale Aufklärung, Information und Beratung? Nächstes Item. Bezieht meine Ärztin, mein Arzt, mich und meine Wünsche in alle Entscheidungen mit ein? Nächstes Item. Akzeptiert meine Ärztin, mein Arzt, dass ich im Zweifelsfall eine zweite Meinung einholen möchte? Nächstes Item. Wird in der Praxis der Schutz meiner persönlichen Daten gewahrt? Nächstes Item. Wird auf möglichst große Sicherheit bei meiner Behandlung geachtet? Letztes Item. Erhalte ich problemlos Zugang zu meinen Patientenunterlagen. Gekürzt nach RZQ. RZQ ist das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin. Siehe links. So, das war's mit dem Kapitel. Das nächste Kapitel ist orange. Danach kommt noch das rote und heißt Therapie kontrollieren. Tschüss.